Der Onkologe, der mich behandelt hat, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es in Österreich keine Selbsthilfegruppe für Lungenkrebspatienten gibt und hat mir nahegelegt, diese so eine Gruppe zu gründen. Er hat mir auch Hilfe angeboten, einige andere Ärzte haben mir dabei geholfen und auch Hilfe von der Pharmaindustrie habe ich bekommen, um diese Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen. Aber ganz wichtig war für mich, dass ich meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, anderen Betroffenen weitergeben kann, dass ich anderen Menschen helfen kann, wenn sie sich helfen lassen wollen. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Das war für mich ausschlaggebend. Und es macht mich schon stolz, wenn ich zurückdenke an die Zeit, dass es doch sehr viele Menschen waren, die in diese Gruppe gekommen sind, die noch immer da sind, die hier und da kommen, die anrufen und Hilfe bekommen, Hilfe erwarten, sie bekommen, manche nehmen sie an, manche nicht. So ist halt das Leben, aber es ist sehr schön, anderen Menschen helfen zu können und sie an der Erfahrung, die man selbst gemacht hat, teilhaben lassen zu können. Für Angehörige ist das Treffen in Selbsthilfegruppen sehr, sehr wichtig, denn die Angehörigen können sich dort auch austauschen. Die Angehörigen können auch sehen und erfahren, wie es anderen Betroffenen geht. Daher sind diese Angehörigen selbstverständlich immer willkommen in der Selbsthilfegruppe. Sie sind nicht nur willkommen, wir wollen auch haben, dass die Angehörigen kommen. Und wenn Betroffene kommen alleine, ersuchen wir immer, das nächste Mal die Angehörigen auch mitzunehmen. Denn sie sind für die Genesung ganz, ganz wichtig und sie gehören ja sozusagen zum Team dazu. Für Sie als Angehörige ist es ganz wichtig, dass Sie mal mit den Ärzten reden. Dort bekommen Sie Unterstützung. Versuchen Sie auch Unterstützung von den Onkopsychologen in den einzelnen Spitälern zu bekommen. Und ganz wichtig ist auch der Erfahrungsaustausch in der Selbsthilfegruppe. Da können Sie nicht nur mit Spezialisten reden, da reden Sie auch mit Betroffenen, die Ihnen aus erster Hand sagen können, wie es Ihnen ergangen ist. Und da reden Sie auch mit Angehörigen, da erfahren Sie aus erster Hand, wie diese Menschen mit der Krankheit ihrer Liebsten umgegangen sind. Und das finde ich ganz, ganz wichtig und das würde ich Ihnen auch sehr viel Unterstützung bringen.